Und jetzt haben wir ein letztes Statement von Peter Emerinkan Donatus, Sprecher für die afrikanischen Gemeinden und an Nigeria, die dort gegen Ölforderungen kämpfen. Vielen Dank. Auf dem Weg hierhin habe ich mich natürlich gefragt, ist das wirklich das letzte Mal, dass ich in Lützerath sein werde? Denn wie die Presseberichte zu entnehmen sind, angeblich sind wir fast am Ende. Und deswegen will ich erst mal sagen, nein, wir sind gar nicht am Ende. Das ist gerade der Anfang. Es gibt juristische und politische Maßnahmen, polizeiliche Maßnahmen und Repressionen, aber ich bezeichne Lützerath als ein Symbol und ein Symbol des Widerstands gegen Klimavampire, gegen Umweltvandalisierer, die unser Umwelt seit mehr als 500 Jahren, wir können so viele Lieder davon singen, wir AfrikanerInnen, seit mehr als 500 Jahren vandalisiert und uns in diese Lage versetzt haben. Und deswegen an dieser Stelle sage ich ganz klar, Lützerath lebt. Und Lützerath lebt weiter. Und nicht nur als Ort, nicht nur als Symbol, sondern als eine Ideologie, eine feste Ideologie, die uns in Deutschland leiten werden in den nächsten Jahrzehnten. Denn dieses System, wir sagen aus geschichtlicher Perspektive, erlaube ich mir das auch, diesen Begriff des weißen Mannes zu bezeichnen. Das System des weißen Mannes ist gescheitert. Deswegen sind wir hier heute in Barra. Wir suchen nach Lösungen. Und all diese Systematiken ist hier Lützerath. Ich komme aus dem Niger-Delta. Niger-Delta ist ein der schlimmsten Ökozid-Hotspots der Welt. Kann man jederzeit googeln. Und ich bin hier heute in Lützerath. Natürlich kann ich das nicht vergleichen mit dem Unheil dort in Lützerath. Aber es ist eine feste Verbindung. Hier wird Grundlage zerstört, Lebensgrundlage zerstört. Hier wird Biodiversität zerstört. Hier wird Menschen vertrieben. Hier wird die Umwelt und Klima geschädigt. Hier findet auch Ökozid statt. Also ist eine klare Verbindung da. Das heißt, das, was hier passiert, betrifft nicht nur Deutschland. Jeder Zentimeter, jeder Millimeter, die wir gewinnen in diese, mittlerweile bezeichne ich das als Schlacht, Schutz, Leben im globalen Süden. Das muss euch bewusst sein, weil wir sind dort, wo diese Rohstoffe hauptsächlich herkommen. Wir leiden darunter, wir werden ausgebeutet, unser Land, unser Wasser, unser Gewässer, unsere Luft wird verseucht, damit dieser Wohlstand in Europa finanziert wird seit über 500 Jahren. Wir haben keinen Bock mehr drauf. Und ich denke, dass diese neue Generation, besonders die jungen Leute, sie haben mittlerweile das begriffen, dass wir unbedingt, wenn wir Lützerath retten können, oder diese ganzen Polizisten, die auf unser Steuergelder die Wirtschaftskriminelle verteidigen, wenn wir zusammenkommen, das hätten wir schon längst gemacht, aber das ist nicht zu spät. Die Sache global zu sehen, zusammenzustehen, auch wenn wir nicht ansatzweise oder ganz klein bisschen zu dieser Katastrophe beigetragen haben, sind wir alle in ein und selbe sinkenden Boot. Deswegen müssen wir zusammenkommen, auf Augenhöhe, zusammen gegen diese UmweltverbrecherInnen zu kämpfen. Und ich glaube, wie Kanzler Rubiva gesagt hat, es ist unerheblich, ob ich lebe oder sterbe. Es ist wichtig,
zu sehen, dass Menschen wie ihr Geld, Zeit, Energie dafür einsetzen, damit wir dieses Übel ein Ende setzen können. Und kommt eine das ganz Wichtige, wenn wir heute keinen Erfolg haben, so werden wir morgen erfolgreich sein. Mein letzter Satz, ich appelliere an die Polizisten, Polizistinnen und Polizisten, schau mal, ich bin halt zugewandert. Schau mal ganz genau hin in eure Grundgesetz. Da steht, auch wenn die Rechte das zu oft missbraucht haben, da steht das Recht auf Widerstand. Zu widersetzen, wenn es nicht mehr weitergeht. Und wir sind an einen Punkt gekommen, liebe Polizistinnen und Polizisten, wenn ihr noch Gewissen haben, ich bin 100% sicher, dass einige von euch das auch geil finden, was wir jetzt machen. Aber ihr müsst eure Butterbrot verdienen, aber auf Kosten von anderer Generationen, auf Kosten von Menschen aus globalen Süden. Ohne Rohstoffe keine Arbeit, ohne Arbeit keine Innovation, ohne Innovation keinen Wohlstand. Wo kommen diese Rohstoffe her? Wir müssen darüber reden. Unter welchen Bedingungen werden diese Rohstoffe abgebaut? Wo werden diese Batterien am Ende entsorgt? Deswegen rufe ich euch an, guckt eure Grundgesetz genau hin. Ihr habt das Recht, eure Gewissen zu schützen, zu sagen, ich lehne diesen Einsatz ab. Dankeschön.